Oh, das klappt ja gut mit dem Tragen hier. Ihr habt schon jeweils vier Baumstämme und das Sägewerk hat nichts. Läuft bei uns. Na, guck, vielleicht kriegen wir doch hier ein bisschen Kohle zusammen. Jep, das glaube ich wohl. Aber wie gesagt, wir gucken uns das erstmal noch genauer an. So, du mach mal, kümmere dich mal bitte um die Bäume da unten. Können wir hier schon mal eine Eisenschmelze hinmachen? Wohl wissend, dass wir noch kein Eisen gefunden haben, sondern erstmal noch ein bisschen Kohle, aber irgendwo müssen wir anfangen. Guck mal bitte da oben. Dann guck doch mal bitte da vorne nochmal. Ist da nicht etwas mehr? Geht sehr schön, das Wohnhaus wird gleich fertig. Da freue ich mich schon drauf. Dich reiße ich erstmal ab. Genau, da kannst du ja eigentlich da hoch. So, sehr schön. Und alle rennen direkt los, weil sie was zu schleppen haben oder sonst was. So, und weil wir Steine und Holz ja haben, gönnen wir uns weitere Türmchen. An Manpower mangelt es uns noch ein wenig, aber das ist ja leider hinreichend bekannt. Wir müssen auch erstmal gucken, wo wir perspektivisch, weil das ist ja doch ein sehr ebenes Land, wo wir dann mal ein bisschen Wein anbauen können. Wird, glaube ich, erstmal die nächste Herausforderung. Dass wir da erstmal schauen müssen, wo wir bleiben. So, jetzt füll doch mal bitte die Lücke, damit wir hier endlich eine gescheite Kohlemine platzieren können. Ich würde das sagen, so. Ja gut, den haben wir jetzt nicht mitbekommen, aber dafür den ganzen Rest. Ich glaube, das war ganz okay. Hoffe ich jetzt mal. So, dann guck. Wobei, da unten die Ecke haben wir auch noch nicht, ne? Komm, wir holen uns. Wir gönnen uns jetzt einfach mal ein paar Geologen. Denn wir brauchen so oder so Eisen. Sonst nützt uns das alle nichts hier. Komm, wir machen auch mal eine Oldschool-Erweiterung in diese Richtung, damit wir hier möglichst bald Weideland kriegen. Wir können ja auch schon mal hier eine Getreidefarm hinsetzen. Die kann ja dann hier Perspektive schon mal anbauen. Ich meine, wir könnten natürlich auch erstmal sagen, wir lagern Holz und so, ne? Ja, du guck mal da. Ihr müsst ja nicht alle auf dem gleichen Fleck gucken. Du guck mal da unten bitte. Mal schauen, ob wir nicht irgendwo ein paar Ressourcen finden. Apropos Ressourcen, könnten natürlich auch überlegen, ob wir schon mal hier irgendwo ein großes Wohnhaus noch hinklatschen. Hier zum Beispiel. Ja, wir machen ein großes Wohnhaus. Als nächstes plane ich dann einen großen Tempel. Ja, ich weiß, das sind sehr ressourcenintensive Gebäude. Ja, kann nicht besetzt werden. Von Wesen, da kommt doch schon ein Soldat. Geht doch schneller, als man denkt heutzutage. So wie auch die Eisenschmelze schneller fertig ist, als man denkt. Guck mal bitte da vorne und du guck mal da unten. Du guck mal da. Und du guck mal da hinten. Kann ja nicht sein, dass hier nirgendwo was im Berg ist. Ja,
muss doch was zu finden sein, Menschenskinderne. So, wo haben wir jetzt? Ja, guck, da oben ist auch noch ein sehr schöner Slot zum Bauen. Und zack, dann haben wir schon die Lücke bald. Müssen wir nur noch gucken, dass wir Soldaten ausgebildet kriegen. Was mich daran erinnert, dass ein großer Tempel vielleicht doch sinniger gewesen wäre als erstes, nennen wir es mal, überteures Gebäude, anstatt eines großen Wohnhauses. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich auch. Nur wohin? Ich mach den mal da oben hin. Hintergrund ist nämlich der, wenn wir Zauber haben für eine göttliche Gabe, dann könnten wir Eisen holen, dann könnten wir Waffen holen, etc., etc. Und wir können Soldaten verbessern. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so frei. Ach, da kommt schon einer von da unten. Ja, dann ist das auch egal. Dann kannst du schon mal da oben in der Nähe bleiben. Schwing! Ja, wobei, Moment, da ist so ein... Haben wir noch eine Axt hier liegen? Zwei sogar, sehr schön. Dann mache ich jetzt mal hier kurz ein Holz verlieren, damit er hier so ein bisschen ringsrum Kahlschlag macht. Und wir brauchen hier einen Förster, damit perspektivisch das hier alles noch wieder zugepflanzt wird. Da hätten wir hier sogar noch ein bisschen Platz für ein paar Gebäude. Unglaublich, hier gibt es nichts zu holen. Krass. Dann mach da einmal die Lücke zu. Du guck mal hier die Lücke bitte. Und du guck mal da unten. Kann doch nicht sein, dass der Berg so leer ist. Ich wollte gerade sagen, Steine sind Mangelware, sind aber gar keine Mangelware. Wir brauchen nur mehr Transport-Larrys, die sich mal ein wenig um die Steine kümmern. So, und du, mein Lieber, nimm mal hier den letzten Steinblock bitte ein. Nicht, dass unser Steinmetz gleich leer läuft. Warte mal, ich nehme mal... So, Rohstoffe. Ihr beiden, ihr geht mal bitte hier hoch. Ich habe das Gefühl, dass wir in dem Berg kein Eisen oder sonst was... Oder ja, keins ist viel gesagt. Aber sagen wir so, dass es nahe liegt, dass Eisen möglicherweise in einem anderen Berg zu finden ist. Und deswegen gehst du jetzt mal bitte hier oben hoch und guckst mal danach. Da kommt da noch ein Türmchen, damit wir da schnell das Land kriegen. Ikes, ich sehe gerade was ziemlich Beknacktes. Wir haben nämlich keine Hämmer mehr. Das heißt, ich muss gleich wahrscheinlich erstmal die Zahl der Bauarbeiter reduzieren, da wir sonst... das mache ich jetzt mal eben. Sonst haben wir nämlich ein Problem, dass wir keinen Werkzeugschmied haben. Und wenn wir keinen Werkzeugschmied haben, sind wir gearscht. Ich hoffe, das reicht jetzt noch, dass sich die... Bauarbeiter auch zurückverwandeln lassen in normale Siedler. Müsste eigentlich. Machen wir da unten bitte. Ja, da ist noch ein dickes Bäumchen. Das wird aber bald gefällt. Keine Sorge. Was fehlt hier noch? Drei Steine. Echt jetzt. Was Schlimmes da liegen, ja genug. Dann guck doch mal da hinten bitte. So. Und du buddel da mal weiter. So, die Eisenschmelze läuft schon voll mit Kohle. Finde ich natürlich super. Da ist nochmal Kohle. Das ist schon mal gut, dass da zumindest noch irgendwas in dem Berg ist. Da ist auch Kohle. Das ist super.
Eisen wäre trotzdem noch besser. Weil Kohle haben wir einen Ersatz für, wenn wir sagen, wir wir investieren in Köhlereien. Aber halt für Eisen nicht, ne? Deswegen schauen wir mal, was in den anderen Bergen noch so drin steckt. So, da haben wir jetzt alle Steine, sehr schön. So, Tempel auch fertig. Wir können hier den Boden fruchtbarer machen, aber das hilft uns jetzt gerade natürlich überhaupt nichts. Wow, da ist richtig viel Kohle. Das finde ich super. Nur wie gesagt, helfen tut uns das jetzt gerade nicht. So, da haben wir immer noch keinen Platz für eine Werkzeugschmiede. Du kümmere dich mal nicht um den Berg. Kümmere dich mal darum, dass die Lücke zugeht. Wahlweise auch diese Lücke hier. Da ist keiner in der Nähe. Das ist doch Quatsch. Sei mal so gut und... Ach, du gehst da schon hin. Perfekt. Du guck mal da vorne, ob da noch Eisen ist. Du guck mal da. Du guck mal da. Da du da nicht fündig wirst, guck mal da hinten. Da haben wir Kohle, das finde ich super. Den Spotten sollten wir uns auf jeden Fall merken, indem wir da schon mal jemanden einnehmen lassen. So, jetzt sollten wir mal ein großes Wohnhaus in Angriff nehmen. Da fehlt ja ein Krieger. Dann geh doch mal bitte da hoch. So, und du guck mal da, das wäre jetzt natürlich optimal, wenn wir hier was hätten, weil wir da das Land schon entsprechend eingenommen haben. Wäre, wäre Fahrradkette. Ich würde da jetzt gleich am liebsten schon eine Festung hinbauen. Beziehungsweise gucken, ob da eine passt. Jo, da passt sogar eine. Und wir stoppen da den Bau. Nur, dass wir das schon mal planiert haben soweit. Dass wir die, wenn es soweit ist und wir genug Feuerkraft haben, entsprechend schnell aufbauen können. Weil ich will einfach diese Grenze da gesichert haben. So, dann schnappen wir ein paar Bretter da weg, damit unsere... Sägewerke auch mal wieder Kapazitäten haben. Ja, damit meine ich, rennt bitte daran vorbei. Richtig, ihr versteht mich. Oha, da ist schon Feindesland. Dann befürchte ich, dass wir den hier doch nicht stoppen sollten. Weil es sonst ein bisschen eng werden könnte, wenn uns der Feind zu schnell auf die Pelle rückt. Andererseits möchte ich es ihm auch nicht anbieten. Ach, das ist so schwierig alles. Ich will halt auf Gedeih und Verderb diesen engen Durchgang haben. Da habe ich mich jetzt so gedanklich so dermaßen drauf eingeschossen. Und du guck mal bitte hier vorne, ob da Eisen ist. So, da ist Kohle. Soweit verstanden. Dann suchen wir bitte da oben den Berg mit ab. Wir brauchen dringendst Eisen. So, da ist nichts. Nächste Ecke. Nächste Kachel oder whatever. Kann man sich ja so vorstellen, wie man es möchte, das durchsuchen. Oh, toll, die Steinmetze laufen wieder voll, weil ihr alle nur Bretter transportiert. Schön. Haben wir hier irgendwo überhaupt irgendwas Bergiges, wo wir Wein anbauen können? Ja, hier ist ein bisschen hügelig, aber das war es irgendwie, ne? Da erstmal ein Steinmetz, hier erstmal ein Holzfäller, dass wir hier Platz kriegen. Wow, da kommt er und sagt Hallo.
Schnell weg, schnell weg. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott.